Hallöchen. Ich habe jetzt hier mein Pi 1541 auf dem Tisch. Da will das Display nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, als ich hier mal den Raspberry Pi runter hatte und wieder zusammengesteckt habe, habe ich, glaube ich, um einen versetzt. Und wenn ich mal so um einen versetze, habe ich, glaube ich, die I2 oder die I2C-Leitung oder was 5 Volt gegeben. Oder verpolt oder was, keine Ahnung. Irgendwas ist passiert. Und jetzt will das Display nicht mehr. Das werde ich jetzt mal ablöten. Weil auf der Rückseite sind ein paar Bauteile, die sehe ich jetzt gerade nicht. Und mir da mal anschauen. Ich löte das jetzt gleich mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Display jetzt hier soweit ab. Beide Seiten, da war Doppelklebeband drauf. Ich habe das Video schon mal gemacht und schon gemessen und alles, aber da habe ich vergessen, die Kamera hier anzumachen. Nur ganz kurz, das Display ist kaputt. Ich zeige euch gleich, was da dran kaputt sein wird. Ich habe hier darüber erstmal gemessen, welche Spannungen kommen hier raus, wenn ich den Raspberry hier falsch anstecke, so wie er jetzt angesteckt ist. Erzähle ich euch gleich. Wie das war. Und jetzt schalte ich mal um auf den auf das Mikroskop. So, also hier haben wir Ground plus 3,3 oder 5 Volt, SCL und SDA. Die zwei sind die Datenleitung. Das ist die Powerleitung. Wenn ich das falsch anstecke, was mir passiert ist, habe ich hier 5 Volt, aber verpolt drauf liegen. Das kleine Ding hier ist ein 3,3 Volt Regler, der funktioniert auch. Ich habe hier 5 Volt angelegt, kommen 3,3 Volt raus, also das Display kriegt Spannung. Die Datenpins, allerdings, der eine hier hat zu dem Plus 5 Volt, weil hier ist ja Masse, wenn das verpolt drauf ist, ist hier Masse und da Plus. Also Bezugspunkt wäre ja Masse, ist aber hier Plus. Auf dem Punkt irgendwo bei 1, und oder 3 Volt, aber auch verpolt in dem Sinne. Das macht, glaube ich, aber noch nicht ganz so viel aus. Bloß der Pin hier von da nach da verpolt. Sprich, ist das Masse und das Plus 5 Volt. Und der hat ja den Referenz hier auf Masse und da Plus. Und hier wäre ja dann Minus. Das wäre dann Minus 5 Volt gewesen, die hier reingegangen sind. Und das kann das Ding nicht ab. Das geht zwar hier rauf und so weiter, aber das geht hier über das Flachbandkabel direkt. Von da oben über auf das Flachbandkabel. Und wenn ich jetzt mal hier die Stelle finde, wo ich gut auf den Monitor gucken kann. Und zwar sind das die zwei Pins hier und der Pin, die zwei Widerstände, die gehen hier, glaube ich, auf Masse oder was das ist. Und 4K7 ist das. Müsste mit 5 Volt gehen, sind 5 Volt tolerabel, gehen aber direkt hier auf das Display. Hier war noch ein Aufkleber drüber und man kann es schon erkennen. Da ist ein IC drinne. Im Glas, da ist ein IC drauf und der hat das nicht vertragen. Das Display ist halt also hinüber. Ich kann es nochmal von hinten zeigen. Da sieht man hier, da ist im Glas eingebettet das IC. Hier ist irgendwie was hakelig. Weiß nicht, was das ist, egal. Das hier scheint ein Kleber zu sein für die OLED-Matrix mit dem Glas hier hinten drauf. Das hat eine Auflösung von 128x64. Ja, der Controller ist, glaube ich, ein SH1113 oder sowas. Ich weiß ich jetzt nicht, ist egal. Jedenfalls ist der hier drin, der ist kaputt. Da kam die falsche Spannung direkt auf den Chip drauf. Geht nicht mehr. Problem ist, ohne dem Display, ich gehe mal hier hin,
ohne dem Display kann ich nicht mehr mit dem hier mehr, also mehrere Disketten gleichzeitig laden. Sprich, dass ich einen Diskettenwechsel machen kann. Spiele, die zwei, drei Disketten haben oder zwei Seiten vom C64, müsste ich erst in eine Mounting-Liste setzen. Und das geht ohne den Display hier drauf nicht. Ich kann zwar noch so weit Spiele laden über den File-Browser, der hier drauf ist, aber halt nur eine Diskette oder eine Seite, besser gesagt. Das ist doof. Normalerweise haben die Raspis ja auch einen HDMI-Ausgang oder wie hier, habe ich schon mal angelötet, einen Pinheader, einen Kompositausgang. Der ist aber bei der Software für den Pi 1541 totgelegt beim Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 und Raspberry Pi 2. Sprich, der hier wäre auch, das ist ein Raspberry Pi Modell B Plus, ist ungefähr sowas wie Pi 2. Da ist der HDMI totgelegt. Ich kann nicht auf Monitor sehen. Also beim Raspberry Pi 3 und 4 wäre der HDMI verfügbar. Und ich würde das, was hier auf diesem kleinen Display ist, auch über HDMI sehen oder dem TV-Ausgang. Das ist problematisch. Die Displays habe ich damals mal gekauft, 3 Stück, für knappe 10 Euro. Jetzt kosten sie 15. Ich setze sie nochmal auf die Amazon-Liste. Vielleicht ist ja einer so liebensgewürzig und kauft mir die. Ich weiß es ja nicht. Denn ein Raspberry Pi 3, sofern man ihn kriegt, ist so bei um die 50 Euro. Wenn man den Pi 3 kriegen würde, die abgespeckte Version, der heißt dann Raspberry Pi 3a, hat dann nur einen USB-Anschluss, keinen LAN-Anschluss, hat aber WLAN, HDMI. Der würde so um die 30, knappe 40 Euro kosten, wenn man ihn kriegen würde. Er ist nicht verfügbar. Der Raspberry Pi 3 ist für um die 50 verfügbar, noch wieder, zum Glück. Und der Raspberry Pi 4, da reden wir gar nicht erst, der fängt irgendwo was bei 80 Euro an. Und das habe ich nicht, das Geld. Also brauche ich erstmal ein Display. Obwohl ein Raspberry Pi 3 bisschen besser wäre wegen der Leistung. Der Raspberry Pi Zero ist zwar schon etwas leistungsstärker als der hier. Aber den müsste ich auch übertakten für einige Spiele am C64, weil sonst das Timing und das alles nicht so ganz hinhaut. Dafür ist der eigentlich noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Er emuliert ja das Diskettenlaufwerk. Und da braucht es auch Rechenleistung für. Und die hat der Raspberry Pi Zero gerade eben so. Der Raspberry Pi 1 und 2 mit Übertakten kriegen sie es gerade so noch gebacken. Es kann aber sein, dass es nicht richtig läuft. Bei einigen Modellen, die sind dann ein bisschen nicht so resistent gegen das Übertakten. Manche Versionen lassen sich sehr gut übertakten, manche können es nicht mehr, die gehen dann kaputt, weil man den sehr stark und sehr aggressiv übertakten muss. Gut, wie gesagt, das war's. Also das Display direkt ist hinüber. Ich habe gedacht, vielleicht ist nur der 3,3 Volt Regler oder irgendwas anderes hier drauf kaputt. Nein, leider nicht. Direkt das Display. Kann ich nichts dran machen, komme ich ja nicht ran, kann ich ja nichts tun. Ist mir leider passiert, als ich das hier zusammengesteckt habe. Und zwar kann ich hier nämlich um einen Pin versetzen. Und das ist mir da passiert. Ich muss wirklich aufpassen. Der Raspberry Pi Zero funktioniert, der nimmt keinen Schaden, weil da nichts weiter drauf ist. Es ist nur eine LED-Taste und ein Level-Shifter. Das macht denen nicht viel aus. Gut, wie gesagt, ich verlinke das mal auf der Amazon-Liste. Vielleicht ist ja eine so liebensgewürzig. Vielleicht macht er das, sonst muss ich bis nächsten Monat warten. Der C64, ich denke mal, der hat auch noch ein Problem. Denn manchmal wollen die Spiele nicht. Beziehungsweise ich kriege Zack-McCracken nicht zum Laufen. Ich kriege Maniac Mansion nicht zum Laufen. Maniac Mansion läuft nur das Intro und dann
passiert nichts mehr. Es kann an dem Raspberry Pi liegen, weiß ich nicht, aber müsste eigentlich gehen. Shiner Sisters läuft, Geos geht. Dann hatte ich Glücksrad gespielt, das habe ich bei Facebook mal gepostet. Das geht, mal geht es nicht. Ich denke mal, der C64, der steht gerade hier an der Seite, hat noch irgendwo einen Fehler. Da brauche ich eine Diagnostik-Cartridge und die kostet bei eBay 30 Euro und die habe ich im Moment auch nicht. Ich habe auch keinen EEPROM-Brenner. Der kostet allerdings mal eben so 100 Euro oder mehr. Und da müsste ich noch EEPROMs haben, um mir selber was zu basteln. Alles nicht so einfach. Aber erstmal müsste ich den hier wieder zum Laufen kriegen, dass ich das nochmal machen kann. Weil allein ZackMacCracken hat 2 oder 3 Disketten. Mein Young Mansion hat mindestens 2 Disketten. Kriege ich nicht hier mit zum Laufen, so wie es jetzt ist. Giant Sisters ist eine Diskette, das geht. Ja, Glücksrad, wie gesagt, mal geht's nicht. Ich weiß nicht, ob es am C64 liegt oder an dem Pi. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Gut, danke fürs Zugucken. Das wär's dann. Darum, ich mach das Video hier, hab das Video nochmal neu gemacht jetzt, weil vorher, ihr habt nichts von dem Multimeter gesehen, nichts, gar nichts. Ihr hattet nicht die Kamera hier. Das ist blöd. Gut, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.